ich weiß, Mario Kart 8 kann ich nicht mehr spielen. Das verstehe ich, Bruder. Das verstehe ich vollkommen. Mario Kart 8 Deluxe kann ich nicht mehr schauen. Was kannst du nicht mehr schauen? Höchstens noch bei Hübi in den Channel-News. Oh, da würde ich es auch gucken. Genau jetzt. Mario Kart 8 Deluxe bei Hübis YouTube-Channel jeden Sonntag, Samstag, Montag in den Channel-News. Schaut an! Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mario Kart 8 Deluxe Channel News. Wahrscheinlich heute etwas später, weil ich einiges zu tun hatte heute und die Channel News auch nicht vorproduziert habe. Und ich erzähle euch einfach, was abgeht, Leute. Es ist, man möchte es kaum glauben, aber ich erzähle euch den Channel News, was in meinem Leben passiert. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist eine weitere Woche vergangen und ja, es ist viel passiert. Es ist wirklich viel passiert und es ist jetzt quasi die erste Woche, die ich jetzt seit zwei Wochen wieder komplett alleine verbringe. Ihr habt ja mitbekommen, Alina war da und David war da und ja, jetzt ist es soweit. Jetzt bin ich hier wieder lonely und es ist ein bisschen weird, wenn man zwei Wochen lang so Gefährten an seiner Seite hat, die einem relativ nahe stehen. Und wieder alleine durch muss, aber das ist okay, ich komme damit klar, ich kann das verarbeiten, ich bin emotional stark. Nein, Spaß, letzte Woche ist ein bisschen was passiert und ich habe das auch mit euch geteilt, natürlich mit besonderem Augenmerk auf dem Video vom Samstag, wo ich euch so ein bisschen, ja, erzählt habe, dass zum einen mein eigenes Mindset, zum anderen Corona alles dazu geführt hat, dass ich das Gefühl hatte, charakterlich ein bisschen stehen zu bleiben und dass ich das quasi ändern möchte und dass ich dafür ein paar Schritte eingeleitet habe und alles, was ich in dem Video erwähnt habe, habe ich mittlerweile auch umgesetzt. Ich meine, ich habe wieder mit Sport angefangen, ich werde heute Abend wieder gehen, ich möchte, wie bereits erwähnt, viermal die Woche gehen, immer an den Tagen, wo ich nicht streame, da ich immer Mittwoch, Freitag und Sonntag streame, will ich immer Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag ins Fitness gehen, das sind dann noch immer die Pausetage zwischendrin, ganz gut, das ist eigentlich ein sehr, sehr geiler Rhythmus, den ich, denke ich, auch so beibehalten kann und deswegen werde ich jetzt heute Abend auch wieder ins Fitness gehen, aber ja, da war ich jetzt schon zweimal und ich habe den Muskelkater of Doom des Todes 3000 der Hölle in meinem Bein. Ich kann mich nicht mal mehr auf die Toilette hinsetzen, ohne dabei massive Schmerzen zu haben. Ganz weird, aber das zeigt, dass mein Körper das wieder braucht. Das hat mir aber gezeigt, dass ich eine neue Baustelle habe, auf die ich gleich zu sprechen komme. Im Samstagsvideo habe ich aber auch noch erwähnt, dass ich mich videotechnisch ein bisschen neu orientieren, was heißt nicht neu orientieren, neu ausprobieren will. Und im selben Zug habe ich dann direkt gestern für euch, also am Sonntag, dann auch die erste Folge von Hyperflüssig gedroppt, die ultra krass von euch aufgenommen wurde. Also wirklich ein dickes Dankeschön. Ich habe in dieser Folge kein einziges Mal gesagt, soweit ich weiß, lasst einen Daumen nach oben da und wir haben fast 3000 Likes. Das ist also, alles was über 2000 geht, ist schon, huch, schon krass, aber alles was die 3000 trägt, ist insane. Und ich habe, glaube ich, kein einziges Mal gesagt, like das Video. Also das ist so, ja, auch die Resonanz in den Kommentaren war insane. Und dieses Format wird auf jeden Fall weitergeführt, weil ich dabei auch sehr, sehr viel Spaß hatte. Und ja, das ist aber nur eines der Formate, die jetzt dann auf den Kanal kommt. Das ist natürlich jetzt kein Format, was alle zwei Tage kommt oder so. Es soll ja so ein bisschen seinen besonderen Status behalten, aber das wird auf jeden Fall da bleiben, weil das einfach wirklich gut ankommt und dass mich das so gefreut hat. Das war wirklich so, auch die Kommentare und so weiter war sehr schön zu lesen. Und gerade auch einfach, wenn man wirklich Videos macht, wo man ausschließlich vor der Kamera steht. Ne? Nicht wie jetzt hier, wo ich noch in einer Art quasi Facecam-Rahmen bin und ein Gameplay läuft, sondern in Videos, wo ich ausschließlich vor der Kamera stehe, habe ich das Gefühl, irgendwie noch Community näher zu sein. So blöd das klingt. Aber es ist einfach so, ich sitze dann da und, also jetzt sitze ich hier und da läuft dann noch ein Gameplay, man guckt sich das an, man guckt auch mal aufs Gameplay, aber wenn man nur vor der Kamera steht, so, es fühlt sich einfach nochmal anders an, aber auch gut. Also das ist ja das, was ich erreichen wollte mit dem Samstagsvideo, neue Reize setzen, sich neu auszuprobieren. Und ich möchte auf jeden Fall mehr Videos bringen, wo ich ausschließlich vor der Kamera stehe und irgendwelche Dinge tue. Also dementsprechend hat das auch gut geklappt und ich habe euch ja erzählt, dass ich mich auch tätowieren möchte, was weitestgehend positiv aufgenommen wurde, auch von der einen oder anderen Seite etwas negativer, aber das ist in Ordnung, Tattoos sind, warum auch immer, irgendwie ein Thema, was für viele diskutabel ist. Also ich muss sagen, ich habe in meinem Umkreis niemanden, der jetzt groß tätowiert ist, aber für mich waren Tattoos nie was Negatives oder so. Also ich bin einfach
ich habe in meinem Leben bisher nie verstanden, warum Tattoos was Negatives sein sollen. Liegt wahrscheinlich an der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin oder wie ich die Welt sehe, I don't know. Dementsprechend war es irgendwie so ein bisschen strange für mich, dann so von manchen so teilweise sehr enttäuschte oder sogar manchmal schon ein bisschen wütende Kommentare zu lesen, aber so, das ist in Ordnung, muss ich so akzeptieren. Ich kann es null nachvollziehen, also ich kapiere es nicht, aber ist in Ordnung, akzeptiere ich, ne? Aber ist ja weitestgehend sehr, sehr positiv. Und dementsprechend habe ich jetzt gerade meinen Sport wieder angefangen. Ich habe neue Videoideen ausprobiert, beziehungsweise eine, aber ich habe natürlich noch mehr im Schädel. Und ich habe mir einen Tattoo-Termin gemacht. Ne? Es geht erst im Oktober los, dementsprechend habe ich da noch ein bisschen Zeit, aber es geht los. Was ich vorhin meinte, dass jetzt eine neue Baustelle in meinem Leben aufgerissen ist, das habe ich natürlich dann sehr stark gemerkt, als ich dann beim Sport war. Ich habe keinen Ernährungsrhythmus mehr. Also legit nicht mehr vorhanden. Ich esse aktuell sehr, sehr, sehr wenig. Das ist natürlich auch der Grund, warum ich über die gesamte Corona-Zeit nicht zugenommen habe, obwohl ich mich von Wein, McDonalds, Döner und sonst was ernährt habe, weil ich einfach wirklich, ja, ich habe keine geregelte Mahlzeit mehr und das muss ich in den Griff bekommen, weil ich habe mich eine Zeit lang gefragt, ich war in den letzten Wochen häufiger müde und ich dachte mir so, warum? Warum bist du müde? Du schläfst genug, also ich schlafe wirklich genug, sogar teilweise mehr als sonst. So, warum fehlt dir die Energie? Und das ist auf jeden Fall der geregelte Essensrhythmus, den ich jetzt auch wieder Stück für Stück zurückbringen muss. Natürlich auch, damit die sportlichen Erfolge mehr vorhanden sind, aber auch einfach, dass ich einfach insgesamt wieder mehr in meiner Energie drin stecke. Denn das habe ich schon ganz häufig gesagt, aber das ist was, das kann man nicht häufig genug erwähnen. Ein gesunder Lebensstil, der aus Ernährung und Sport besteht, ist zu 80% Ernährung und zu 20% Sport. Wenn ihr euch nur gesund ernährt, könnt ihr schon 80% eurer vollen Energie eigentlich gut nutzen. Und wenn ihr dann noch Sport dazu macht, dann könnt ihr quasi noch die restlichen 20% freisetzen, so jetzt mal ganz grob gesagt. Aber diese 80% sind aktuell nicht vorhanden. Dementsprechend mache ich zwar Sport und habe voll coole Videoideen und habe voll Spaß in meinem Leben. Trotzdem habe ich die ganze Zeit das Gefühl, in einem Energiedefizit zu stehen. Und das ist ganz simpel und ganz einfach gesagt einfach mein nicht vorhandener Essensrhythmus. Zum Beispiel heute, ich bin um 10:30 aufgestanden, hab dann nur kurz eine kleine Schüssel Müsli gegessen, bin dann ins Büro gefahren, hab Paper Mario aufgenommen, das geschnitten hochgeladen, Last of Us geschnitten, dann bin ich zu einem Kollegen gefahren, der Hilfe bei einem Videodreh gebraucht hat, danach bin ich zu meiner Steuerberaterin gefahren, jetzt bin ich nach Heim, nehme gerade die Channel News auf und es ist jetzt schon 5:30 und ich habe immer noch nichts gegessen, außer eine halbe Schüssel Müsli. Und das ist halt jetzt nicht so ganz der gesunde Rhythmus und da muss ich halt auf jeden Fall wieder mehr reinkommen. Es geht gar nicht darum, dass du dich nur gesund ernährst oder so, aber dass du wenigstens 3 Mahlzeiten am Tag hast, dass der Körper genügend Kohlenhydrate bekommt oder allgemein einfach genügend Nährstoffe, dass der Körper läuft. Also ich fahre gerade quasi immer, wenn wir es auf eine Autometapher beziehen, mit einem fast leeren Tank. So, man kommt zwar irgendwie von A nach B und es klappt auch alles, aber es könnte deutlich, deutlich, deutlich effizienter sein. Dementsprechend ist das auf jeden Fall die nächste Baustelle, die ich anpacke, wie ich quasi zu meinen 4x Sport die Woche, was ein Rhythmus ist, den ich auch über lange Zeit durchhalten kann, wie ich dazu jetzt mir auch einen Ernährungsrhythmus aneigne, den ich auch gut durchziehen kann und der meinen Körper mit genügend Energie versorgt. Weil es ist natürlich auch die Sache, dadurch, dass ich jetzt sehr viel Zeit am Tag hier verbringe, bin ich natürlich nicht bei mir daheim, wo mein Kühlschrank ist und wo mein Herd ist und ne, wo ich alles machen kann. Und ich bin natürlich jetzt auch nicht meiner Family hier komplett irgendwie, sag ich mal, auf der Tasche liegen und permanent den Kühlschrank plündern oder so, sondern ich habe ja bewusst mich hier unten in den Keller gesetzt und hier mein Büro gemacht und so weiter, weil ich ja hier mein Arbeitszimmer einfach sein soll. Also entweder muss ich schauen, wie ich gute Ernährung hier in mein Studio bekomme oder ob ich einfach quasi irgendwann heimfahre, esse und wieder herkomme. Muss ich mir mal überlegen, was hier die sinnvolle Alternative ist, aber das ist auf jeden Fall direkt die nächste Baustelle, die ich jetzt an den nächsten Tagen angehe, wie ich am besten einen gesunden Essensrhythmus hinbekomme, dass mein Körper auch mit genügend Energie versorgt ist. Das sorgt dafür, dass ich insgesamt energiegeladener bin, plus wahrscheinlich auch, dass ich nicht mehr so müde und müde bin und viel Schlaf brauche, weil das ist so, das kenne ich nicht von mir und ich fühle mich da richtig mies bei. So, wenn ich meinem Körper einfach 8 Stunden Schlaf gebe, ne, was wirklich, wirklich, wirklich viel ist, also eigentlich so für meinen Kopf, also für mein Mindset eigentlich zu viel Zeit, aber und ich dann trotzdem irgendwie immer noch nicht so voll in meinem Saft stehe, so, das ist halt, ne, es ist die Ernährung. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich jetzt dann die Tage angehe, dass ich da dann auch wieder hinkomme und dann, ja, dann bin ich, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Es ist allgemein, ich will es nicht so häufig sagen, weil manche sagen, das nutzt sich ab, aber ich kann euch nur sagen, dass ich euch wie eigentlich schon das gesamte Jahr 2020 so dankbar bin, wie ihr, ja,
mich bei all dem begleitet, was ich tue und wie ihr mir immer wieder ehrliches Feedback gebt, ob euch was gefällt oder nicht und wie ihr auch so viele neue kreative Ideen, die ich mir überlege, teilweise so gut aufnehmt. Das gibt mir so viele Freiheiten. Wir hatten es im Stream gestern thematisiert. Ich habe seit Ewigkeiten eigentlich keinen wirklichen Nintendo Gaming Stream mehr gemacht. Klar, spielt man mal ein bisschen Mario Kart oder klar, zockt man mal ein bisschen Tetris oder so, wobei jetzt Tetris, klar, ist irgendwo Nintendo, aber ist jetzt auch nicht so das, was man unter einem Nintendo-Streamer versteht. So, wenn ihr wisst, was ich meine, so, da denkt man irgendwie so an Mario, Zelda und die ganzen großen IPs. Ich quatsch halt sehr viel mit euch im Stream, wir spielen viel Jackbox, wir spielen Brettspiele, wir bauen Lego, jetzt haben wir gestern Kahoot gespielt, was so krass ankam und ich hatte auch so viel Spaß dabei und also... Ja, ich mache viele Dinge und auch das Gaming-Fakten-Video zum Beispiel vom Sonntag oder auch mein Real-Talk-Video vom Samstag, all die haben nichts mit Gaming zu tun und trotzdem seid ihr bei all dem dabei und das ist so schön und das gibt einem so viel Freiheiten und es ist so, ja, so man ist, also eigentlich ist es für Nintendo-YouTuber gerade eine Horrorzeit. Es ist sowieso Sommer, wo weniger YouTube geguckt wird, es ist nach Corona, wo die Leute den Verstärken dran haben rauszugehen, wodurch sie weniger YouTube gucken. Plus Nintendo droppt ja gerade nichts, wozu du noch mal weniger Content hast. Also als Nintendo Gaming YouTuber bist du gerade richtig so von hinten. Und es ist halt so schön, dass ich dann einfach sagen kann, okay, dann bringe ich anderen Content, der nichts mit Nintendo zu tun hat und trotzdem sind so viele dabei. Das ist so crazy und das ist so schön und da muss ich so dankbar für sein. Und das wollte ich euch an der Stelle einfach sagen. Was erwartet euch diese Woche? Natürlich Videos, Streams meine ich, Videos und Streams. Streams wie immer für alle, die es immer noch nicht wissen sollten, jeden Mittwochabend, Freitagabend, Sonntagabend. Ich glaube, ich schreibe das mal in mein Titelbild, dass die Leute das auch mal ein bisschen mitbekommen und vielleicht auch meine Kanalinfo oder so. Ich will, dass jeder diese scheiß Termine im Kopf hat. Ich will keine Fragen mehr hören, wann streamst du mal wieder. Und es kommen natürlich täglich Videos. Mario Sunshine wird weitergehen, plus... Wie gesagt, das ein oder andere neue Format, was ich vielleicht diese Woche noch ausprobiere. Über die nächsten Wochen werden euch viele neue Formatideen oder viele neue, ja, einfach Formate begegnen, wovon einige vielleicht weitergeführt werden und andere nicht. Also rechnet nicht damit, dass jetzt alle Videos, die ich in den nächsten Wochen bringe, immer so weiterlaufen werden als Serie, sondern ich probiere mich einfach aus. Aber überflüssig hat mir Spaß gemacht, hat euch Spaß gemacht. Davon könnt ihr auf jeden Fall mit mehr rechnen. Aber ich werde noch weiterhin mich in meiner Kreativität ausleben und schauen, was mir vielleicht noch so für Videoideen einfallen. Falls ihr übrigens Vorschläge habt, könnt ihr mir natürlich immer gerne schreiben. Falls ihr sagt, hey, probier doch mal das aus oder das oder das. Schreibt das gerne in die Kommentare oder mir eine Insta-PN oder sowas. Da bin ich immer offen. Also wir befinden uns gerade in einer kreativen Schaffensphase. Wenn Nintendo nichts liefert, dann fangen wir einfach an, selber Stuff zu machen und uns unabhängiger von Nintendo zu machen, was auch als YouTuber ein was sehr Gutes ist, wenn du dich davon loslöst, nur für eine Marke zu stehen, sondern allgemein einfach als Unterhaltungskanal, als Person, als was auch immer man das bezeichnen möchte, funktionierst, ist sehr geil. Und jetzt sind wir gerade in der Phase, wo wir genau das ausbauen können, wo wir uns hier als Community ausbauen können, die losgelöst von einer bestimmten Spielereihe ist, sondern allgemein einfach gemeinsam Spaß haben kann. Das ist so das Ding. Ja. Und ich glaube, das ist auch erstmal alles, was ich euch zu erzählen habe. Ich muss mal ganz eben auf meine Zeit gucken, weil meine erste Mahlzeit des Tages gerade im Ofen ist und die ist jetzt fertig. Lasst einen Daumen nach oben da. Meldet euch bei mir, falls ihr Formatvorschläge habt. Ansonsten Kritik, Lob, Anregungen, alles gerne in die Kommentare. Ich lese es mir durch und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi.